Freundin, da wollen wir heute am Balkon mal ein paar Tomatenpflanzen einpflanzen, ja, Chili, und dazu nehme ich euch einfach mal mit. Also, mitkommen! So, wir sind jetzt hier auf dem Balkon. Ich zeige euch mal dieses traurige Spiel, was sich hier jetzt gerade so bietet. So, also da muss natürlich dringend was gemacht werden. Na? Und dieses Jahr wird es hier halt weniger Blumen geben, sondern ein bisschen mehr Gemüse. Dann würde ich sagen, legen wir doch jetzt mal los. Wir waren gerade noch einkaufen, ein paar Sachen besorgen. Und die Pflanzen habe ich natürlich vorgezogen. Die Chili und ja, Salat, Tomatenpflanzen. Und die werden wir jetzt mal hier reinbringen. So, jetzt zeige ich euch erstmal, was ich mitgebracht habe. Das sind zum einen drei Balkontomaten. Die habe ich vorher noch nie angepflanzt. Die tragen hinterher gelbe Früchte. Dann habe ich hier Chili, das ist Ancho Mulatto. Der wird dann hinterher lila. Verschiedene Pflücksalate, einmal der Green Snow und einmal hier so ein, was war denn das jetzt gewesen? Ja, so ein roter Pflücksalat. Habe ich jetzt gerade den Namen nicht im Kopf. So, dann habe ich mitgebracht frisch gepflückte Brennnessel. Ihr werdet dann auch gleich sehen, wie wir das verarbeiten. Und ich habe Brennnessel ja auch mitgebracht zum Düngen. Die habe ich angesetzt vor 2,5, 3 Wochen. Genau, damit werden wir düngen. So, als erstes nehmen wir mal diese Kästen hier raus. Die sehen nicht mehr so schön aus. Die kommen auch komplett weg. Wir haben neue besorgt. So. Haben wir jetzt hier schon die Löcher rausgestanzt. Kästen hier drin. Jetzt haben wir auf dem Weg beim Einkaufen haben wir was entdeckt. Und zwar wurde gerade Rasen gemäht. Ich habe jetzt hier so ein bisschen Rasenschnitt besorgt. Wofür wir den brauchen, zeige ich euch dann zum Schluss. So, ich habe euch ja gesagt, dass ich Brennnessel mitgebracht habe. Die kommen auch gleich zum Einsatz. Jetzt füllen wir erstmal hier ein bisschen auf mit Erde. Die haben wir gerade gekauft. Ja. Und die hole ich jetzt erstmal. So, die Brennnesseln kommen jetzt zum Einsatz. Wir haben jetzt hier einmal in die Kästen ein bisschen Erde gefüllt, haben mal ein bisschen Wasser reingegossen. Jetzt zeige ich euch, was ich mit den Brennnesseln mache. Die verrotten ja irgendwann, ne? Das ist dann ein prima Dünger. Und Brennnessel dient halt auch zur Gesundung der Pflanzen. Also streuen wir hier unten einfach ein paar Brennnesseln mit rein. Das mache ich bei meinen Tomatenpflanzen zu Hause auch so. Einfach ein paar Brennnesseln nehmen, abdrehen und ja, dieses Brennen oder was man als Brennen bezeichnet, also ich merke das schon nicht mehr. Ich kann die so nehmen hier, man gewöhnt sich irgendwann daran. So. Einfach ein bisschen klein reißen, mit hier unten rein. So, da kommt jetzt nochmal Erde drauf und dann setzen wir die Pflanzen ein. Wir haben jetzt hier auf die Brennnesseln wieder ein bisschen Erde drauf gegeben, haben die auch ein bisschen angefeuchtet. Und jetzt werde ich erstmal hier mir einen Plan machen, wie möchte ich die Pflanzen hier in diesen zwei Kästen verteilen. Und zwar fangen wir da mal an mit diesen Balkontomaten. Ich habe die vorher noch nie angebaut, also wenn ihr da irgendwelche Tipps zu habt, dann bitte gerne unten in die Kommentare rein. Ich hatte jetzt die Tage nochmal denen ein bisschen frische Erde gegeben, deswegen ist das jetzt hier nicht allzu dolle mit dem Wurzelballen, aber man kann es hier schön sehen. Es sind durchaus Wurzeln vorhanden. So, und jetzt werden wir erstmal die Pflanzen so ein bisschen hier portionieren. Auch lustig, ne? Einfach mal hier so ein bisschen
dass wir gucken können, wo möchten wir die genau hinsetzen. Wo kommen die Salatpflanzen hin und die Chili-Pflanzen? Und wir haben auch noch ein paar Blumen besorgt. So, jetzt haben wir hier den Flugsalat. Also man kann sehen, der hat hier auch schöne Wurzeln. Jetzt versuche ich den mal ein bisschen vorsichtig zu teilen. Das waren hier, glaube ich, 3 Pflanzen, die ich hier reingemacht habe. Nehmen wir erstmal den Flugsalat Green and Snow. So, erstmal nur grob hinsetzen. Wie gesagt, das wird gleich noch mit Erde aufgefüllt. Die Pflanze ist nicht so toll, machen wir erstmal zur Seite. So. Und hier kommt der rote Flugsalat hin. Dasselbe machen wir natürlich auch bei dem hinteren Kasten. Ich bin immer so ein Freund, dass ich es recht gleichmäßig haben möchte, also so alles ganz durcheinander. Wir sind hier nicht im Permakulturgarten, möchte ich es nicht haben. Und deswegen versuche ich das immer gleichmäßig zu machen. So. Gut, dann würde ich sagen, füllen wir das jetzt erstmal mit Erde auf. Und dann setzen wir später noch ein paar Blumen dazwischen. So, wir haben jetzt hier mit Erde aufgefüllt. Ich habe jetzt den Rasenschnitt, wie ihr sehen könnt, als Mulch benutzt. Zum einen zersetzt es sich ja und es gibt Nährstoffe an den Boden frei. Und zum anderen ist es halt auch ein Schutz, dass die Feuchtigkeit länger im Boden bleibt. So, jetzt haben wir hier in der Mitte ein bisschen freigelassen. Hier haben wir eine Saatscheibe eingebracht mit Basilikum. Basilikum ist ein Lichtkeimer, deswegen machen wir hier nichts drüber. Und auf der anderen Seite hier haben wir natürlich das Gleiche gemacht. Ich hoffe, ihr könnt die Salatpflanzen noch sehen. Die sind hier und hier und hier auch wieder freigelassen. Hier ist Petersilie drin. Und hier drüben ist Basilikum eingesät. So, und jetzt haben wir noch 2 Kästen besorgt. Die werden wir jetzt hier außen noch anbringen. Und da werden wir dann noch die Chili-Pflanzen reinsetzen und die Blumen und vielleicht noch ein paar Kräuter. So, wir haben jetzt hier so 2 weiße Balkonkästen noch gekauft. Die haben wir nach innen gesetzt. Da haben wir hier jetzt einmal noch den lila Chili eingepflanzt und hier eine rote Petunie. Muss ich gleich noch mal ein bisschen beigehen. Und ja, mal schauen, ob wir hier noch irgendwelche Kräuter dazwischen kriegen. Ich glaube eher, dass das zu eng wird, weil die Petunie wächst ja noch, der Chili wächst noch. Ich denke, dass es das hier gewesen sein wird. Und genau dasselbe habe ich hier hinten gemacht. Hier auch einmal den lilanen Chili und eine Petunie. So, dann zeige ich euch das jetzt einmal von vorne bis hinten. Also wir haben jetzt hier in dem Kasten rote Petunie, einen lilanen Chili, eine gelbe Balkontomate, einen roten Flugsalat, einmal den Green and Snow. Hier zwischen haben wir Petersilie gepflanzt, wieder eine Balkontomate in Gelb, wieder den Green and Snow. Hier haben wir Basilikum gepflanzt, ein roter Flugsalat, eine gelbe Balkontomate, hier eine lila Chili und hier wieder eine rote Petunie. So, jetzt haben wir noch auf dem Tisch 2 Pflanzgefäße, die werden wir jetzt auch noch, und oh, die ist abgeknickt, die werden wir jetzt auch noch bepflanzen mit Blümchen. Vielleicht machen wir da noch ein paar Kräuter dazwischen. Ja, und dann soll es das gewesen sein. Zeige ich euch gleich nochmal die 2 anderen Pflanzgefäße. So, ich zeige euch jetzt mal, was wir mit den anderen Kästen gemacht haben. Hier haben wir eine Petunie reingesetzt. Wir wollen ja auch ein paar Bienchen hier haben. Dann haben wir hier den Chili reingesetzt. Hier habe ich noch 2 Zwiebeln reingesteckt. Ich meine, gut, die werden hier drin nicht so groß werden, aber ja, ein paar Zwiebelchen. So. Über Nacht ist das Gras jetzt hier schon so ein bisschen, der Mulch hier ein bisschen angetrocknet. So. Und hier hinten haben wir wieder das gleiche gemacht. Zwiebeln. Hier haben wir diese Kresse-Saatscheiben reingesetzt und auch wieder eine Petunie. So, achso, hier vorne haben wir, was habe ich hier reingemacht? Dill war das, genau. Hier vorne hat man Dill reingemacht. Genau, jetzt haben wir hier unten noch 2 Kästen stehen.
Die wollen wir jetzt gleich noch bepflanzen. Die bleiben natürlich nicht da stehen. Stellen wir nachher hier auf die Fensterbank. Und dann haben wir noch zwei Töpfe. Und da wollen wir noch Stangenbohnen einpflanzen. Das zeige ich euch gleich. Heute habe ich einige Bohnen mitgebracht. Das sind jetzt hier die zwei Töpfe. Da wollen wir Stangenbohnen einpflanzen. Die Bohnen habe ich über Nacht eingeweicht. So, jetzt ist die Stangenbohne Kaliningrad. Die habe ich ja auch dem Stefan zugeschickt unter anderem. Also erstmal Stefan, schönen Gruß an dich. Die pflanzen wir jetzt hier ein. Machen wir mal so, ja, 6 Stück habe ich mir gedacht in einen Topf. So, wird dann gleich noch Erde drauf gemacht. Dann haben wir hier noch den anderen Topf. Da war noch ein Pflücksalat übrig. Einfach mal hier reingemacht. Schaden kann es ja nicht. Mal gucken, ob es was wird. So, machen wir auch hier 6 Stück rein. Da kommt dann Erde drauf. Dann wird das Ganze nochmal angegossen. Und dann bauen wir uns mit Stangen eine kleine, ja, Konstruktion. Wir haben so Stangen besorgt, zeige ich euch gleich. Genau, so. Jetzt bedecke ich das erstmal mit Erde und dann wird das angegossen. So, jetzt wollte ich euch zeigen, wir haben solche Bambusstäbe hier besorgt. Die sind natürlich jetzt nicht allzu hoch. Also haben wir jetzt einfach mal hier zwei zusammengedrahtet. Ich zeige euch das mal. So, haben wir einfach jetzt hier zusammengedrahtet. Und hier unten. So, so sieht das ganze Spiel aus. Und jetzt werden wir noch hier mit so einem Band ein paar Schnüre spannen. Und dann wollen wir mal sehen, dass wir hier die Wand dann im Sommer schön begrünt kriegen. Mit den Bohnen. So, wir haben uns jetzt hier entschieden, dass die ganze Wand schön begrünt wird. Und deswegen haben wir jetzt beide Töpfe mit Boden hier auf die Seite gestellt und haben uns hier einmal diesen Bambusstab, den habe ich euch ja gerade gezeigt, ne, zusammengetüttelt. Dann haben wir uns hier ein, ja, kleines Rankgitter, Rankhilfe selbst gebaut und jetzt können die Bohnen hier schön hochwachsen. Da bin ich doch dann mal gespannt, wie es aussieht. So, zwei Töpfe mit Bohnen. Hier haben wir jetzt keinen Bambusstab reingemacht in den Topf, weil, ja, da ist ja eigentlich genug Krankhilfe da. So, ich gehe nochmal ein Stück weiter weg. So, jetzt haben wir ja hier noch diese zwei Pflanzkästen. Die habe ich euch ja eben gezeigt, die haben am Boden gestanden. Die habe ich jetzt nochmal so ein bisschen angegossen. Da werden wir jetzt noch was einsehen. Und zwar habe ich auch über Nacht eingeweicht. Das sind Buschbohnen. Madeleine, Überraschung. Das sind fadenlose. Also du brauchst sie nicht, die Fäden rausbubbeln bei der Ernte. So, die setzen wir gleich hier rein. Ich schmeiße jetzt erstmal hier hin. So, und dann sehe ich hier noch was ein, wo ich Madeleine aber nicht verraten werde, was es ist. Mal so einen Samen hier rauspicken. Ich sag mal, die Gärtner unter euch werden es vielleicht kennen. Und dann möchte ich ganz gerne, dass ihr mal in die Kommentare reinschreibt, was ihr meint, was das hier für Samen ist. So. Damit Madeleine dann vielleicht auch weiß, was in ihrem Blumenkasten wächst. Das ist ein Versuch, ob das hier dann alles so klappt von der, ja, wie soll man das sagen, die Blumenkästen sind ja nie so groß. Aber es ist zumindest mal ein Versuch. Wir probieren das aus. Also schreibt einfach mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das für Samen ist. So, dann werden wir das Ganze jetzt mal hier einpflanzen. So, wie gesagt, das sind Buschbohnen, fadenlose. Sorte habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. So, und dann habe ich hier von mir noch ein paar kleine Kerbelpflänzchen mitgebracht. Die werde ich dann noch dazwischen setzen. So, das werde ich jetzt fertig machen und dann werde ich es euch zeigen, wenn ich es fertig habe. So sieht es jetzt aus. Ich habe hier immer ein paar Böhnchen reingemacht. Und die werden ja sehr groß. Das muss man halt vorher bedenken. Also ich sage mal, ja, ob das vom Platz her hinterher ausreicht, das wird man sehen. Dann habe ich hier den Kerbel zwischengesetzt. Weil das braucht ja eine Weile hier, bis das, ich sage jetzt mal bewusst das, gewachsen ist. Genau. Wenn ihr wisst, was es ist, schreibt es bitte unten rein. So, dann werden jetzt die Löcher hier quasi verschlossen. So, jetzt wird alles nochmal angegossen. Und dann werden wir ein schönes Plätzchen dafür suchen. Und dann ist der Balkon eigentlich erstmal soweit abgeschlossen. Ach, jetzt habe ich noch was vergessen. Ich habe noch mal von mir zu Hause Dill mitgebracht. Da werde ich jetzt hiervon noch ein bisschen was einsehen. Ja, und dann ist der Balkon soweit fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch.
Und schreibt auch noch mal bitte in die Kommentare, was haltet ihr davon, auf einem Balkon Gemüse anzupflanzen. So, die hat es auch schon mal gemacht. Einfach mal alles unten reinschreiben. Und dann mache ich euch gleich zum Abschluss noch ein paar Bilder, wie alles hier so aussieht. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.